Hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Community, willkommen zurück bei Bibas Playtime zum Let's Play The Sims 4 mit dem Thema The Big Bang Theory und das ist die 11. Folge und ja, heute lassen wir die Sims endlich in ihr fertiges Haus einziehen und dann gehen wir jetzt in den Live-Modus und dann würde ich sagen, starten wir das Ganze mal. So. Und jetzt müssen wir, glaube ich, erst die Wohnung festlegen. Genau, hier hingehen. Sie rennen auf jeden Fall alle sehr, sehr fleißig. Ich glaube, das muss ich mal eben drehen hier. So, dann muss ich die Wände eben, genau. Das hier unten war die Wohnung von Amy. Die setzen wir doch direkt mal als Besitzerin fest, wenn wir das können. Nein, geht natürlich nicht. Das ist natürlich schlecht. Einfach mal starten. So, sie rennen alle da rein, jawohl. So, jetzt mal eben Pause machen. Können wir das hier jetzt als... Nein, als komischerweise kann ich das nicht als Eingangstür festsetzen. Nur das. Naja, schade, okay. Trotzdem geht Amy mal dahin. Rajesh geht da rein. Dann eine Etage weiter höher. Das war hier Penny. Die geht dahin. Das war Bernadette und Howard. Und das hier oben, die letzte Wohnung war... So, jetzt wollen wir gucken, ob das funktioniert. Jawohl, das scheint zu funktionieren. Rajesh weiß nicht so genau, was er tun soll. Dann geh nochmal... Moment. Irgendwie so... kann Rajesh nicht in seine Wohnung, warum auch immer. Mal vielleicht andersrum drehen, mal gucken, ob es angeht. Okay, anscheinend hat sich... Oh, warte, eben anschalten. Aha, jetzt geht's, warum auch immer. Nee, ich weiß nicht, was das jetzt gerade war, aber Rajesh wohnt eigentlich hier. Okay, anscheinend sitzen die jetzt alle in einer Wohnung und hängen zusammen rum und ab. Ja, ist natürlich... läuft natürlich prima, aber das hatte ich fast befürchtet, dass sowas passiert. Also, Sheldon Cooper sitzt jetzt bei Penny in der Wohnung und guckt Fernsehen. Leonard Hofstetter spielt oben an seinem Laptop mit Penny PC. Amy Fair Fowler kocht bei sich in der Wohnung. Howard Wolowitz macht auch gerade Essen, geht aber zum Essen dann rüber, kocht bei sich drüben. Ist es überhaupt bei sich? Ja, kocht bei sich und seiner Frau drüben, bei Bernadette, und ist dann drüben bei Penny, auch sehr cool. Bernadette sitzt mit Sheldon Cooper auf dem Sofa und schaut Nachrichten. Während Amy in ihrer Wohnung kocht, sitzt Rajesh an ihrem Rechner und zockt. Okay, Amy geht gerade mit dem gekochten Essen eine Treppe rauf und setzt sich zu Howard. Auch eine kuriose Mischung.
Okay, Howard und Bernadette haben sich gerade umarmt. Die quatschen jetzt ein bisschen. So, Penny sitzt immer noch da oben. Sheldon Cooper schaut Nachrichten. Ist ja faszinierend, was hier gerade so passiert. Also das ist wirklich Kuriositäten nicht mehr zu überbieten. Was macht Leonard da eigentlich gerade? Der in Foren provozieren. Okay, was macht Penny? Sims Forever spielen und romantische Musik hören. Was macht Rajesh? Sims Forever spielen, okay. So, was machen wir denn hier? Ein von Herzen aus Kompliment machen, dann wollen wir das nochmal machen. Liebes Bärchen, wollen wir doch mal hier ein bisschen... Wollen wir doch mal ein Techtelmechtel machen. Oh, ein Techtelmechtel. Und schon machen sie ein Techtelmechtel in ihrem Bett. Ist es überhaupt ihr Bett? Ich hoffe, dass es ihr Bett ist. Nee, es ist die Wohnung von Rajesh. Naja. Okay, das ist sehr gruselig. Eigentlich, und Rajesh geht ins Bett von Amy Farrah Fowler. Auch sehr gruselig. Penny geht ins Bett von Sheldon Cooper. Oh mein Gott, das sind ja hier Abgründe, die sich auftun. Mann, Mann, Mann. Sheldon Cooper sitzt mit Amy Farrah Fowler auf dem... Mit Amy Farrah Fowler auf dem Sofa. Sheldon Cooper hat Charisma-Fähigkeit erworben. Das kann natürlich nicht sein. Und was ist jetzt mit Bernadette? Wo geht Bernadette hin? Hallo? Wo geht Bernadette hin? Bernadette will Schach spielen. Okay, Howard Wolowitz liegt im Bett von... immer noch von Raj. Raj liegt im Bett von Amy. Naja, schade. Das, also das wäre natürlich interessant, wenn es gehen würde, dass man die einzelnen Wohnungen zuweisen kann. Ich hoffe, das wird irgendwann funktionieren, weil sonst wird das Ganze hier ein Kuddelmuddel. Dann pennt also quasi jeder mal im eigenen Bett. Jetzt legt sich Bernadette ins Bett von Leonard Hofstetter. Also, Leonard schläft. Penny schläft. In welchem Bett schläft... Ach, Penny schläft im Bett von Sheldon Cooper. Amy schläft noch nicht, quatscht noch mit Sheldon. Leonard ist noch immer am PC. Und mittlerweile provoziert er in Foren. Das bedeutet aber, wir müssen Leonard jetzt gleich ins Bett schicken. Und zwar nehmen wir doch dann einfach mal das Bett von Penny. Beziehungsweise doch, ne, das ist das Bett von, gehe ich jetzt gerade ins Bett von Howard. Von Howard und Bernadette. So, dann geht sie jetzt hier, das ist die Wohnung eigentlich von Penny. Da unten schlafen schon zwei, bedeutet eigentlich muss sie jetzt da rein. Und eigentlich muss der Howard, der hier gerade ist, der muss eigentlich jetzt ins Bett, wo Bernadette liegt. Und Bernadette meine ich... Ach nein, verdammt, das war jetzt verkehrt. Ja, Bernadette ist da, genau. So, Howard geht jetzt da oben hin, in das Bett. Damit Sheldon Cooper... Was ist denn das hier jetzt?
Nee, nee, Sheldon, Leonard, du kannst direkt mal da schlafen. Herr Leonard Hofstetter, Sie können direkt mal da schlafen, genau. So, Amy geht jetzt da runter. So, und dann muss der Sheldon jetzt im Bett von Rajit schlafen. Was natürlich auch ein komisches Durcheinander ist. Also, Leonard Hofstetter schläft jetzt in dem Bett. Fangen wir mal oben an. Also, Penny schläft im Bett von Sheldon. Rajit schläft unten im Bett von Amy. Bernadette schläft da. Wo ist denn... Achso, der Howard steht da. Dann geh doch mal da jetzt schlafen, bitte. Damit wir das Ganze jetzt auch erledigt kriegen. Nicht, dass sie jetzt sagt, wie er da rumläuft. Also, unglaublich. So, jetzt haben wir alle schlafen geschickt. Genau, alle drei, alle schlafen. Also, wie gesagt, Penny schläft im Bett von Sheldon Cooper. Dann Howard und Bernadette schlafen im Bett von Leonard. Rajesh schläft im Bett von Amy Farrah Fowler. Oh, und die Blase, und die Blase, und die Blase. Toilette ist hier, benutzen. Genau, Howard hatten wir. Okay, sie haben also, wie gesagt, zu siebt Spielen ist es wirklich nicht ganz einfach. Amy will auch plaudern. Wieso will Amy plaudern? Amy will immer plaudern, komischerweise. So, verwenden. Ja, also ich glaube, das ist ein sehr großes Durcheinander. Frühstück servieren, Rührei. Das ist ein sehr, sehr großes Durcheinander gerade hier, also... Rajet hängt wieder am Computer rum, wie immer eigentlich, also alle Nerds hängen, machen das, was sie wirklich machen sollten. Sheldon Cooper schläft noch. Leonard Hofstetter schläft auch noch. Bernadette versucht sich gerade im Essen zuzubereiten. Howard, lockere Unterhaltung. Wo sind sie denn? Da unterhalten sie sich gerade. Oh, mit Penny unterhält er sich gerade. Bernadette ist gerade auf Klo. Rajesh versucht sich gerade im Essen zu kochen. Und Penny quatscht gerade an der Bar. In der Wohnung von Howard und von Leonard und Sheldon Cooper. Was ist denn jetzt hier? Wo gehen sie jetzt hin? Nee, okay, anscheinend wollte er... Das ist das Lustige, also sie rennt jetzt gerade Rührei essen, genau, sie nimmt sich jetzt gerade einen Rührei-Teller. Achso, die hat hier unten Essen hingestellt, okay. Sechsmal ist noch übrig, das heißt jeder, der Hunger hat, nimmt sich jetzt ein Rührei und verlässt die Wohnung wieder. Ist natürlich sehr interessant. Wo geht Penny hin? Penny hat sich gerade ein Rührei genommen in der Wohnung von... Oh, Rajesh ist hier gerade. Zu dem setzt sie sich jetzt einfach. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also das ist wirklich hier ein... Ja, wie gesagt, das ist natürlich nicht vorherzusehen, was hier bei so einer 7er WG-Gruppe beziehungsweise alle in einem Haus wohnen passiert. Und ja, jetzt haben die, essen die Leute hier halt Rührei, das Amy gekocht hat. Amy hat's gemacht, genau. Oh. Und ich stelle gerade fest, Leonard, Howard,
Lennart Hofstetter muss gerade ganz schnell auf Toilette, aber leider ist die Folge für heute beendet. Ja, es war ein großes Kuddelmuddel. Wir speichern das jetzt mal, und zwar unter The Big Bang Theory, da, genau. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr zur 12. Folge wieder einschaltet, wenn es weitergeht mit dem verrückten Leben der Big Bang Theory Stars. Und bis dahin sage ich danke fürs Zusehen, bin raus und tschüss.